Ein Ranch, eine Philosophie, eine Idee dahinter, Trainer, Pferde. Was soll ich sagen? Die Philosophie ist am besten, wir erleben sie live hier am Pferd. Und dazu darf ich natürlich jemanden zu mir in die Bahn holen, die Theresia. Denn sie ist natürlich die Chefin hier bei der L&B Ranch. Hier erstmal einen kleinen Willkommensapplaus. Sie kriegt das Mikrofon von mir und sie erzählt euch jetzt ein bisschen was über die Philosophie. Vielen herzlichen Dank, Tom. Ja, liebe Pferdefreunde, ich darf Sie nun herzlich willkommen heißen hier zu unserer Vorführung auf der Americana. Wir, die L&B Ranch, möchten Ihnen gerne unsere Philosophie nahebringen und Ihnen einen kleinen Einblick in die Pferdearbeit bzw. ins Pferdetraining geben. Unsere Philosophie ist es, psychisch und physisch gesunde Pferde zu halten. Und aus diesem Grunde bemühen wir uns, den Grundbedürfnissen eines Herdentiers, eines Dauerfressers und Dauerbewegers Pferd, so gut als möglich gerecht zu werden. Darum leben auch unsere Pferde im Offenstall, auch unsere Hengste. Unsere Zielgruppe ist der Freizeitreiter, dem das Wohl seines Pferdes im Vordergrund steht. Das ist mal ganz wichtig zu erwähnen bei uns. Also wir sind Basic, Freizeittraining, beziehungsweise die Freizeitreiter. Unser Angebot erstreckt sich über Reitunterricht, Einzelunterricht vor allem, auch für Kinder. Wir haben Beritt, Pferdetraining, Ausbildung der Pferde, viele Kurse und Seminare, ein breit gefächertes Angebot, wozu wir sehr viele externe und exzellente Trainer dazu einladen. Lisa Bruin aus England, Raphael und Kenzie Lee und so weiter. Auch selbst machen wir auch viele Kurse, also wir selbst. Ne? Okay, dann ist es uns wichtig, und das, ist mir, das liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen, was sagen meine kleinen Kinder? Ne? Einen großen Fokus setzt die L&B Ranch auf unsere Kinder. Unsere Kinder sind die Zukunft. Und darum haben wir auch viele Ausbildungen, Seminare, Kurse für Kinder, weil wir wollen, dass sie unsere Zukunft sind, ihnen vor allem Empathie nahebringen. Empathie für diese wunderbaren Lebewesen. Das heißt, Kinder, die eine bessere Welt für unsere Pferde schaffen. Eine bessere Welt. Nicht immer ist es gut für die Pferde. Na? Und darum haben es schon unsere Kinder in der Hand, hier etwas zu verändern. So, jetzt habe ich lange geredet, jetzt kommt mein Sohn dran, Hubert Blumhauser. Hubert Blumhauser, seine Arbeit ist unter anderem geprägt von unserem Mentor Jean-Claude Dussy. Ich spreche unter anderem, na, weil man muss immer gucken, was das Pferd braucht, vielleicht mehr Bodenarbeit oder unterm Reiter, egal. Auf alle Fälle ist er sehr stark unter anderem von unserem Mentor Jean-Claude Dussy geprägt, der 8 Jahre bei uns auf der L&B Ranch gelebt hat und unsere Arbeit, wie gesagt, geprägt hat. Wir haben ein Steppenpferd, sagen wir mal, in der Ausbildung, ist die Ausbildung der Person, die auf dem Pferd oben sitzt. Der Mensch, wie ihr heute seid. Das größte Problem macht meistens der Mensch, nicht das Pferd. Ein Pferd ist nie bösartig, kommt nie bösartig auf die Welt. Ein Pferd sagt, hat nicht, kann nicht stoppen, kann nicht galoppieren, gibt es nicht. Also muss immer der Mensch dem Pferd vermitteln, was das Pferd machen muss. Klar sagen viele Leute oder Reiter, die überhaupt so Messen sind wie hier oder auf Turnieren, naja, der Typ da in der Abreitehalle oder auf dem Turnier, der macht es relativ gut, sieht gut aus. Ich muss gestehen, diese Jungs haben ein perfektes Timing und sie machen ihren Job gut. Das große Problem ist dann, die meisten oder viele Freizeitreiter sagen, ah, da hat er so ein schönes Gebiss drin im Mund, das kaufe ich mir jetzt mal. Dann muss mein Pferd auch so funktionieren. Wird aber nicht meistens hinhauen. Das heißt, wir haben uns dann irgendwann mal, oder Jean-Claude hat sich eine Technik entwickelt, wie man den Menschen als Freizeitreiter das Pferd mal sehr fein halten kann.
Das ist die sogenannte Impulsreiterei. Impulsreiterei fängt an bei mir erst über die Stellung nach links und rechts. Das heißt, wenn das Pferd auf den Linkszirkel geht, sollte das Pferd immer nach links gestellt sein. Das heißt, ich ziehe nicht am Pferdemaul und ich rupfe auch nicht im Pferdemaul. Ich nehme das Pferdemaul immer leicht mit kleinen Impulsen auf. Es sind immer kleine, konstante Impulse. 100. Also wieder Schritt, bis ich meine 100% habe. Wenn ich die 100% habe, ist es super, gehe ich in den Trab. Habe ich dauernd die 100%, wieder super, gehe ich in den Galopp. Funktioniert im Galopp nicht, wieder eine Stufe zurück, wieder im Trab fixieren. Zeige ich euch mal das Ganze noch im Galopp, wenn sie nicht zu müde ist dann, die alte Zante. Wenn ich die Pferd galoppiere, fange ich dann wieder an, gleich wie die Schrittarbeit. Ich fange an, mein Pferd als erstes zu stellen. Ich will den Kopf immer nach innen gestellt haben. Ich arbeite meine jungen Pferde immer im Raumfen. Da tue ich mich relativ einfach, weil der Kreis ist sowieso rund. Da ist es dann schön immer stellen, weil das Pferd sucht am Anfang immer die Anlehnung nach außen. Wenn dieser Part wieder abgehakt ist, dann versuche ich wieder die Vertikalkontrolle. Auch wie im Schritt ganz fein arbeiten. Viele Leute werden denken, jetzt ist der Galopp, da passt das Pferd nicht so gut auf.